Guten Abend. Gestern Abend ist er dem 1. FC Saarbrücken geglückt. Der erste Heimsieg 2023. Furios 5:0 schlägt der FCS die Spielvereinigung Bayreuth und veredelt den Erfolg vom vergangenen Wochenende in Wien-Wiesbaden. Nach dem desaströsen Start ins neue Spieljahr melden sich die Blau-Schwarzen also endgültig zurück im Kampf um den Aufstieg. Frank Grundhefer. Sie feiern den ersten Drittliga-Einsatz von Andy Breuer. Sie feiern auch und vor allem Adriano Grimaldi. Sein Treffer zum 5:0 ist schon sein 6. Joker-Tor. Und die Kollegen frotzeln. Er darf einfach nie mehr von Beginn an spielen. Ich habe es ihm ja in Wiesbaden schon gesagt, dass er uns einfach, dass er der Edeljoker ist und dass es extrem stark ist, was er macht, wenn er da von der Bank kommt. Es tut mir leid für ihn. Es tut mir wirklich extrem leid, weil jeder von Anfang an spielen will. Aber wenn du so eine Qualität hast und jedes Mal du reinkommst und jeder schon merkt, okay, ey, jetzt geht nochmal ein Raunen durchs Stadion, es ist schon extrem. Extrem auch, dass die Gäste schon nach 4 Minuten in Unterzahl sind. Andermatt muss nach Notbremse an Kuni runter. Extrem lange braucht Saarbrücken dann bis zum 1:0, erst nach 38 Minuten die Führung. Neudecker trifft und FC-Coach Ziel mal so richtig erleichtert. Extrem schnell gelingt dann das 2:0. Nur 25 Sekunden gespielt im zweiten Abschnitt und Rabiec schlägt nach. Schicker Spielzug, die Abwehr des schlechtesten Auswärtsteams der Liga wird zerlegt von Kuni, Rabiec und Co. Ich glaube, wichtig war einfach dann schnell auch nach der Pause 2:0 zu machen, dass man einfach eine Sicherheit kriegt, die wir dann aber trotzdem nicht zu 100% hatten, weil wir dann noch die rote Karte bekommen. Gauss erwischt es nach 55 Minuten, jetzt also 10 gegen 10. Und Bayreuth entwickelt plötzlich Gefahr. Kurzzeitig wackelt der FCS, fängt sich dann aber wieder eindrucksvoll. Der eingewechselte Grimaldi ist Ausgangspunkt des schönsten Spielzugs. 3:0, wieder Kasim Rabiec. Heute war das einfach eine souveräne Leistung von uns. Und die spielen wir, glaube ich, jetzt schon seit einigen Tagen, einigen Wochen. Und wenn wir das so weitermachen, dann brauchen wir vor gar keine Angst haben. Gerade Mitte zweiter Halbzeit dann war das einfach richtig gut, wo man einfach in Gleichzahl im 10 gegen 10 eigentlich gedacht hat, wir sind einer mehr. Dieser eine mehr ist Richard Neudecker. 4:0, auch bei ihm große Erleichterung. Ich sag's dir ganz ehrlich, für mich war wichtig, dass wir 3 Punkte holen. Wir waren in einer echt, echt schwierigen Zeit. Wir haben richtig schlecht angefangen in diesem Jahr. Wir haben uns viel vorgenommen in dieser englischen Woche. Deswegen ist es schon ein Herzensspiel, aber nicht, weil ich jetzt 2 Tore geschossen habe, sondern einfach nur, weil wir die 3 Punkte geholt haben. Wir haben die relativ souverän geholt. Und ich glaube, dass uns das ganz, ganz viel Aufschwung für die nächsten Wochen geben wird. Und so dürfen die beiden weiter frotzeln über Adriano Grimaldis Joker-Qualitäten, die Samstag gegen Essen gleich wieder gefragt sein könnten, hier im Ludwigspark. Denn in dieser englischen Woche ist nach dem Spiel ziemlich schnell wieder vor dem Spiel. Am Samstag also 14 Uhr das nächste Heimspiel im Ludwigspark, diesmal gegen Rot-Weiß Essen. Die Stadt empfiehlt Zuschauerinnen und Zuschauern, frühzeitig und wenn möglich mit Bus und Bahn anzureisen.